Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls 2. Unterbreche ich mich nicht immer. Wir reisen heute dorthin, wo wir das DLC begehen können. Und zwar die schwarze Schlucht in die verborgene Kammer. Ab dort können wir nämlich ab nun das DLC betreten. Eigentlich ist es ja schon gestern, vorgestern, innerhalb der letzten Tage rausgekommen. Aber jetzt werden wir es auch endlich mal erkunden. Ja, hier ist im Normalfall... Ah, fuck. Hier ist im Normalfall der Verkommene, der Bosskampf. Mhm. So. Und jetzt erstmal von Gift heilen. Und wo ist das Urleuchtfeuer? Nee, nicht da. Sondern da. Und hier hat sich jetzt nämlich etwas verändert im Vergleich zum letzten Mal, wo wir hier waren. Das sah letztes Mal nämlich ganz anders aus. Mhm. Und zwar können wir hier, wir wollen nicht zum fernen Feuer zurück, sondern wir wollen das hier untersuchen. Und wo wird uns das bloß hinführen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur das gesehen, aber ich habe das noch nie untersucht. Ich habe nur gesehen, dass man es untersuchen kann. Und ich bin jetzt gespannt, ob wir schon direkt im DLC rauskommen oder was jetzt passiert. Ich habe nur gelesen, dass man dort ins DLC kommt. Geile Scheiße. Schaut ziemlich cool aus. Was steht denn hier? Bettler aufgeben. Was? Das hier geschriebene Zeichen wird aus weiter Ferne kanalisiert. Was? Trübsal, kurz gesagt Bettler. Okay, was sind das für Dinger? Fackel anzünden, okay. Deshalb Geldsack wird benötigt, stand da gerade. Mhm. Es ist eine Anspielung darauf, dass man ganz schön 24 Euro für alle drei DLCs bezahlen muss. Für eines glaube ich nur 10. Oder 12. Und ja. Tada! Das ist schon DLC-Inhalt. Mhm. Eigentlich schon diese Kammer. Das gab's im Ursprungsspiel noch nicht. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ziemlich geil schaut's auf jeden Fall aus. Und noch keine Gegner. Wir können hier noch ganz entspannt durchgehen. Immer noch keine Gegner, okay. Die kommen sicher gleich aus einem Hinterhalt. Das schaut sehr nach Hinterhalt aus mit den Löchern. Okay, doch nicht. Mm. Geil. Shulva, Stadt des Heiligtums. Geil, ein Palast, ein riesiger japanisch angehauchter in einer gigantischen Tropfsteinhöhle. Schaut auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Was? Was? Was ist jetzt los? Oh! Fuck. Das war wahrscheinlich eine Skriptsequenz. Und nicht irgendetwas von Bedeutung. Da oben steht irgendwas. Wo? Wo? Siehst du nicht, da tut sich irgendwas da rechts oben. Da flackert irgendwas. Das hier? Ist der Blutfleck. Komm schon, das kennen wir aber schon. Naja, von der Entfernung. Was heißt von der Entfernung? Wir standen direkt daneben. Schau, okay, das bedeutet, wir werden jetzt wahrscheinlich... Oh, ein Leuchtfeuer. Sehr schön. Leuchtfeuer entzündet. Heiligtumsweg. Okay, ich werde mal hier mal schnell schauen, welche Zauber ich eingestimmt habe. Das schaut halbwegs okay aus. Und jetzt haben wir hier gleich zwei Möglichkeiten. Einmal hier runter oder einmal da rechts. Ich gehe erstmal hier runter, weil hier ein Item lockt. Alter Pflanzenbalsam. Was ist das? Wir kennen natürlich noch gar nichts von dem. Pflanzenbalsam. Was schaut hier noch Pflanzenbalsam aus? Das hier eventuell...
Ja, erhöht vorübergehend die Stärke, okay. Also in unserem Fall dann statt 18, 20 vielleicht oder keine Ahnung oder 19. Okay, das scheint ein Gegner zu sein, der da herumliegt. Deshalb gehe ich erstmal hier runter. Was ist denn hier los? Vor allen Dingen, das sind lauter Blutflecken. Ja, die haben nichts zu sagen. Sackgasse. Fragezeichen. Ja, wahrscheinlich ist das später ein Shortcut. Ja, das erinnert mich sehr an Ulesil aus dem ersten Schau, ob Teil. es da Türen gibt. Ah, unsichtbare Wände, meinst du? Naja, so Gemälde, also so Wanddinger, dass die unsichtbare Wände enthalten, kann ich mir fast nicht vorstellen. Nee, Also ist auch müssen wir nicht oben so. gehen. Ja, wahrscheinlich ist das wirklich nur der Shortcut, den wir später aktivieren können. Musst lauter reden übrigens. Ja, jetzt du weiter. Okay, hier ist ein erster Gegner. Okay, wie stark sind die? Oder wie stark ist der? Vielleicht ist der sehr stark, aber. Oh, der macht Giftschaden oder irgendwas. Blutungsschaden. Oh, fuck! Okay, wir können mit einem Backstep, wenn wir ein. Oh, nee, der ist noch nicht tot. So. Wie viel bringt er? Mag ganz schön 450. Ja, das ist okay. Was Bisschen kannst du? stark vielleicht momentan noch. Also sollten. Was schießt hier? Der da vorne. Da sind zwei, aufpassen. Oh, das sind ganz viele. Fuck. Das bringt eh nichts. Doch, ich kann hier ein bisschen zurückgehen, dann schießt der nicht gleichzeitig auf mich. Mal schauen, wie stark die gegen Zauber sind. Oh fuck, scheiß, fast resistent. Aber sie greifen relativ langsam an, das ist okay, sag ich mal. Oh. Oh. Nicht. Doch, ich will mich hier hinter heilen. Was ist denn das überhaupt? Keine Ahnung. Schild vorhalten. Ja, mache ich. Oh, hier sind wir mit deinem Loch. Fuck you. Okay, gigantische. Hey, da geht's aber rein. Ich Jetzt schau möchte dir mal gern da um. wissen, was das ist. Kann man das Das. benutzen? Nein. Was? Es dreht sich? Was macht das? What the fuck? Gute Idee. Ja, es hat sehr auffällig ausgeschaut. Was ist das jetzt? Heißt es, ich habe jetzt den Weg versperrt? Oh fuck, das sind ganz schön viele. Habe ich gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Lebensstein. Rechts herum. Oh, da kommt der schon. Ja, Warte, einer. der schießt mit dem Bogen auf Ja. die. Komm, fall runter irgendwo. Hier haben wir zumindest ein bisschen Sicherheit. Sehe ich da irgendwas Rotes dort hinten? Ist das ein Finstergeist oder ist das ein roter Gegner? Zack. Oh, machen ja fast süßen Schaden. Mei, aber es geht. Es geht, es gibt schlimmere Gegner. Die Folterknechte im Wald zum Beispiel. Wollt ihr nicht ein bisschen näher kommen? Ihr seid vielleicht Drecksäcke. Halt, ich habe eine Idee. Wenn wir vielleicht dort unten entkommen können, ich hoffe, dass das wieder runterfährt. Bye bye. Hehe. So. Wir können uns eventuell jetzt an denen vorbeischleichen, habe mir gedacht. Okay. Die sind da oben und verrotten dort vor sich hin. Ich hole mir hier das. Hehe.
Nee, nee, ich sehe dich natürlich. Gerade so. Geh weg von dort. Was, ich will mir den... Ja, du fliegst gleich runter da. Ja. Siehst du das nicht? Doch, da ist irgendwas drinnen. Da gehe ich jetzt erstmal nicht lang. Oh fuck, das ist ja ein richtiges Labyrinth. Gott sei Dank war der Boden. Gott sei Dank war der Boden. Fuck what? You. Fuck you von ich gehe da wieder rein, wo ich hergekommen bin. Da sah es nämlich halbwegs sicher aus hier drinnen. Wenn jetzt von beiden Seiten. Nee. Ah, wenn's nur du bist, dann los, hinter dich. Ich mag hinter dich kommen. Heilen. Und drauf. Hehe. Die sind ganz schön stark, die Gegner. Mhm. Wobei, schon wieder. Aber immerhin da ist kannst dort etwas. Du überall, warum verwendest du nicht diese... Jetzt wird da was passiert, schau dich um. Okay, jetzt. Da ist irgendwas aufgegangen, ha? Okay. Hier ist aber ein Item, eine Blitzurne, okay. Da oben war nämlich auch sowas. Was, wo war was? Da. Wo? Da auf der linken Seite. Siehst du es nicht? Ja, aber wie. Achso. Ich wollte gerade sagen, wie komme ich da hin? Oh, geil! Komme ich da jetzt irgendwie rein? Nein. Na, eventuell von oben, wenn ich von oben hinspringe, aber da sind die drei Bogenschützen. Erstmal nicht. Hier drin ist irgendwas. Aufpassen, das sind Viecher. Na sicher. Du hast dann Mut. Das ist sicher Gift. Ne? Ja. Blutungsschaden. Aber ich werde von irgendwo immer noch mit Pfeilen beschossen. Die gehen mir ziemlich auf den Sack, diese Bogenschützen. Geh erstmal da lang. Okay, was ist hier? Rechts und dann oben. Oh, oh, nee. Da kannst du auch springen. Ja, aber wenn ich den mit dem Katzenring? Ja, aber wenn ich der daneben springe. Du darfst nicht wegspringen, du musst einfach drüber gehen. Okay. Das sind diese scheiß Statuen. What the fuck, die bewegen sich! What the fuck! Fuck, heilen! Die bewegen sich. Fuck. Irgendwie ist mir das gerade gar nicht geheuer. Was, diese... What, diese Statuen bewegen sich. Ich dachte, die können sich nicht bewegen. Warum nimmst du nicht das Antigiftmittel? Du tust deine Lebenssteine... Ja, siehst du, deswegen tue ich nichts nehmen, weil ich ständig von irgendwo beschossen werde. Okay, hier kann man gegen irgendwas kämpfen. Von wo? Ja, von oben. Der da ganz hinten? Ihr seid doch vielleicht Dreckskinder. So. Oh, ich hab so gewusst. So. Wie ich euch hasse. Getrocknete Wurzel. Wollen wir da runter? Weiß ich nicht. Try. Puh. Okay. Da nicht. Nein, da will ich nicht. Da links. Schatzring voraus, okay, da eventuell. Aufpassen, dass du nicht runterfällst.
Liebe meine. Und weg. Pass auf, dass du nicht rechts so wie steckst. Jetzt warst du feig. Was heißt, ich war feig? Fuck you. Seit wann haben wir 23? Warum habe ich gerade auf einmal Giftschaden bekommen? Das ist Blutung, nicht Gift. Echt? War das nicht grün? Das war ein Tropfen. Ja, aber ein Tropfen ist auch Gift, glaube ich. So. Perfekt. Boah, also ziemlich heftig diese Gegend, kann ich mal für den Anfang sagen. Geht's hier rein? Ja, hier geht's wo rein. Oh, da waren wir vorhin, glaube ich. Ja, hier ist wieder diese komische gehende Statue. Magiebolzen. Ich gehe aber wieder runter, weil dort stand Ring voraus. Außerdem schaut mir das hier sehr nach dem weiteren Weg aus. Also sehr interessant auf jeden Fall. Das Level-Design. Mhm. Soll ich mich da drauf stellen? Ich glaube nicht, dass das gut ist. Weil da sieht doch nichts. Also, normalerweise müsste da was passieren, nehme ich auch. Ja. Nimmst du, glaube ich, richtig an. Aber scheinbar ist ja auch keine unsichtbare Wand und hier passiert nichts. Vielleicht musst du auch irgendwas aktivieren. Was? Meinst du, ich muss da zum Beispiel draufschlagen? Nein! Ja, was soll draußen ich denken? So ein Stein ist irgendwo. Ah, da! Okay. Moment, ich schau mal. Aufpassen. What the fuck? Ups. Ein Drache! Vielleicht, dass jetzt was funktioniert? Nee. Scheinbar nicht. Aber da das scheinbar ein ziemlich guter... Ich schau mal hier kurz nur. Da das scheinbar ein ziemlich guter Safe Room ist, werden wir hier diese Folge beenden und wir sagen, bis zum nächsten Mal im DLC Crown of the Bleib Sunken nicht da King. Stehen. Was? Also, nicht, dass genau. Das aufgeht. Ja, stimmt. Crown of the Sunken King heißt das DLC. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge und wir sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dark Souls 2. Ciao.